die vermaledeite ADHS-Diagnose. Wie oft ich dazu so unterschiedliche Reaktionen bekomme, die gleichzeitig aber immer dem gleichen Genre entspringen. Und wollte deswegen dazu nur ein kurzes Video machen. Lass uns mal eine Sache festhalten. In meiner Welt, und ich sage nur meine Welt, ich bin kein Wissenschaftler, ich habe keine Experimente gemacht, aber ich habe ein Gefühl für Menschen und im Internet ein bisschen gelesen. Ich glaube, dass es bedeutend mehr ADHSler und auch generell neurodivergente Menschen, also hochsensible Menschen, Leute mit Autismusstörungen, im Autismusstörungsspektrum, heißt das so, Asperger und so weiter und so fort. Ich glaube, davon gibt es wahnsinnig viel mehr, als man denkt. Einfach weil viele Leute auch sagen, dass diese Arten von Störungen eigentlich eher so eine Art Voreinstellung sind. So wie es eben unterschiedliche Menschen gibt. So wie es Menschen gibt, die dick sind und die dünn sind und die groß sind und die klein sind und die dumm sind und die ein bisschen schlauer sind. Menschen, die mit nur einem Bein geboren werden. Menschen, die mit einer unsicheren Sexualität geboren werden. Menschen, die mit zwei Sexualitäten geboren werden. Es ist einfach nur eine Variante Mensch. Deswegen glaube ich, gibt es davon bedeutend mehr, einfach weil ich eure Reaktion sehe, weil ich mein Umfeld gut beobachte und so weiter und so fort. Das ist eigentlich eine gute Nachricht. Eigentlich ist das Ziel dieser Aussage zu sagen, hey, nehmt die Leute doch mal wahr. Das ist ja gar nicht schlimm. ADHSler sind ja kein Problem für die Gesellschaft oder neurodivergente Leute. Wir machen ja gar nichts. Wir sind einfach nur ein bisschen anders als die anderen Kinder. Also sprich, man könnte sich eigentlich wahnsinnig leicht entspannen. Aber es ist eben nicht so leicht, weil genau das, was wir bekommen von Leuten als Reaktion ist, und das kann ich noch nicht mal übel nehmen, weil die Aufklärung fehlt, Unverständnis, manchmal sogar Wut oder Einschnappung und so. Und das erkenne ich eben an verschiedenen Reaktionen. Deswegen würde ich gerne so ein paar klassische durchgehen. Erstens, und das ist was ganz Tolles, schreiben mir so viele Leute, dass sie die Videos sehen und weinen, weil sie sich so überrascht wiedererkannt fühlen. Das allein ist wahnsinnig oft. Ich weiß total zu schätzen, dass ihr mir das mitteilt. Ich weiß, es ist super intim, aber augenscheinlich öffne ich das ein oder andere Auge. Das ist vollkommen fein. Diese Menschen lesen sich jetzt ein und gucken mal und lassen sich testen oder nicht oder vollkommen wurscht. Und dann gibt es aber Menschen, was mich richtig, richtig, richtig traurig macht. Da kriege ich Gänsehaut, nur wenn ich das sage. Es gibt ganz wenig Menschen, die sich trauen, mir zu schreiben, fuck, das klingt alles so nach mir, aber ich habe so große Angst, mich diagnostizieren zu lassen. Und zwar, Achtung, weil die Menschen Angst haben, dass sie vielleicht kein ADHS haben. Alter, wie viel Schwere in dieser Aussage liegt. Wie schlecht muss es einem denn gehen, dass man Angst hat, dass man kein ADHS hat? Versteht ihr nicht, welcher Leidensdruck dahinter steckt? Wie sehr dieser Mensch leiden muss, dass er sich eine Krankheit, die sein Leid erklärt, wünscht und Angst hat vor einer Diagnose. Diesen Menschen, also nicht vor der Diagnose, sondern Angst hat, dass ein Arzt sagt, nö, nö, mit Ihnen ist alles in Ordnung. Dieser Leidensdruck entsteht ja genau auf diesem Gefühl von, nee, mit mir ist eben überhaupt nichts in Ordnung. Irgendwas ist ganz anders als bei den anderen Kindern. Ich fühle mich anders, ich leide darunter, ich brauche dabei Hilfe. Das ist das, was dahinter steckt. Und das erklärt dann eben auch noch meine dritte Reaktion, die ich oft kriege, sogar von tollen und schlauen und liebenswerten und empathischen Menschen. Selbst die sagen manchmal, ja, aber es kann ja jetzt nicht alles ADHS sein. Also im Sinne von, neigt man dazu, sich auf seiner Störung auszuruhen. Und das ist ein komplett nachvollziehbarer Gedanke. Keine Sorge, am Anfang war ich erst so, hey, ihr seid alle scheiße. Und dann dachte ich, nee, es macht schon Sinn. Aber auch diese Idee, dieses Gefühl von, oh, der andere ruht sich ganz schön aus auf seinem ADHS, ist in meiner festen Überzeugung ausschließlich von Menschen geäußert, die auch Leidensdruck haben. Die nämlich denken, die quasi auf so einer ganz kleinen Ebene, den ich nachvollziehen kann, Neid verspüren. Die denken, oh, der ist einmal anstrengend und jetzt hat er eine Erklärung für sein Anstrengendsein und jetzt benutzt er das voll, um sich auszuruhen. Das ist so ein Gefühl, entsteht doch nur bei jemandem, der selber Probleme hat und nicht so richtig zu Potte kommt und dafür noch keine Erklärung hat. Also erstens und zweitens glaube ich wirklich, 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 welchen Grund sollte es denn geben, sich hinter einer Krankheit zu verstecken, die keine Sau ernst nimmt? Ne, das muss man sich auch mal überlegen. Warum sollte denn jemand behaupten, er hätte ADHS, obwohl er eigentlich gar kein ADHS hat und eigentlich nur faul ist? Ne, das steht ja dahinter.
Warum denn? Warum denn? Niemand nimmt ADHS ernst. Wenn Leute ADHS sagen, denkt man immer noch an anstrengende Arschlochkinder, die eigentlich gar keine Arschlöcher sind, sondern nur anstrengend sind. Das ist das, was mit ADHS verbunden wird. Warum sollte man sich dahinter verstecken? Ich würde mich gerne hinter was Schlauerem verstecken. Also rein logisch macht es gar keinen Sinn, sich hinter ADHS zu verstecken. Es macht auch keinen Sinn, sich auf ADHS auszuruhen, denn, und das wissen ja die Menschen, die ADHS haben bedeutet sich nie ausruhen. Nie, nie, nie. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so müde war, dass ich einfach nur gepennt habe, ohne vorher noch tausend Sachen nachzudenken, aufzuschreiben, zu strukturieren und so weiter und so fort. Ist einfach nicht so. Wenn man ADHS hat, ist ja genau das Hauptproblem, dass man sich exakt nicht ausruhen kann. Es geht einfach nicht. Das Hauptproblem an ADHSlern oder für ADHSler ist diese permanente Erschöpfung. Erschöpfung von unser Gehirn geht zu schnell, unser Gehirn hat keinen Reizfilter, jeder Reiz, der reinkommt, wird sofort verarbeitet. Das kostet Energie. Also Kopfenergie und Körperenergie. Und deswegen ist man dauernd erschöpft. Und glaubt mir, ich würde gerne tauschen, keine ADHS haben und dafür ab und zu faul sein und das Menschen erklären müssen. Also ich hoffe, dass das so ein bisschen hilft. Erstens, Menschen, die Angst haben, dass ihre Diagnose negativ ist, wenn das wirklich so ist, wenn ihr wirklich diese Angst habt und dann eure Diagnose wirklich negativ ist, würde ich ganz dringend empfehlen, weiter zu suchen. Denn das bedeutet nicht, dass ihr nichts habt, sondern irgendwas habt ihr. Sonst würdet ihr ja nicht so leiden, sonst ginge es euch nicht so schlecht, dass ihr euch eine ADHS-Diagnose wünscht. Versteht ihr, was ich meine? Ich bin ganz sicher, dass ein normal funktionierendes Gehirn, so wie es von der Natur zum Überleben vorgesehen war, besser funktioniert. Besser funktioniert im Sinne von nicht so erschöpft ist, nicht so überfordert ist, denn es ist eine Gefahr für den Menschen, Erschöpfung und Überforderung und so. Also, wenn ihr das Gefühl habt, in meinem Kopf ist es irgendwie anders als bei den anderen, geht auf die Suche, findet es raus und lasst euch nicht abspeisen. Und gleichzeitig lasst euch nicht sagen, dass ihr euch auf ADHS ausruht, denn es ist ja kein Ausruhen. Wenn Menschen über ihr ADHS reden mit fremden Menschen oder nicht mit Fremden, aber mit welchen, die keine ADHS haben, es ist eine wahnsinnige Überwindung, das zu machen, weil man ja weiß, der andere wird es vermutlich nicht so richtig glauben oder nicht so ernst nehmen. Das ist schon total schwierig. Es ist also ein totaler Versuch von Kommunikation und Mitteilung und Wunsch nach Verständnis, wenn man das mitteilt. Denn man ruht sich ja nicht darauf aus. Man weiß ja, dass daraus trotzdem beschissene Situationen entstehen, aber zumindest kann man es den anderen erklären im Sinne von, ich mache das nicht, um dich zu ärgern oder um hier maximal Stress zu machen, sondern ich kann nicht anders, bitte hab ein bisschen Verständnis. Das bedeutet nicht, dass ADHSler sagen, so, wenn ich es jedem gesagt habe, muss man sich ja nicht mehr kümmern. Das stimmt nicht und das ist uns auch gar nicht möglich, denn ADHSler sind People-Pleaser. Wir haben dauernd Schiss genervt, dass Leute uns kacke und doof finden. Wir sind also eh dauernd damit beschäftigt, uns so gut es geht zu verhalten. Sprich, es wird uns nicht passieren, dass wir uns auf Sachen ausruhen. Ganz sicher nicht. Das wollte ich nur mal sagen. Ciao!